Schönen guten Morgen hier vom virtuellen Fireside. Wir haben die Möglichkeit, in den nächsten knapp 40 Minuten unsere persönlichen Highlights der ZeroCon Ihnen vorzustellen bzw. mit euch zu teilen. Wir, das sind die Behindertenanwältin Christine Steger und ich, Tobias Buchner, vom Vorsitzteam des Monitoring-Ausschusses Österreich. Und ich würde sagen, wir gehen dann gleich in medias res. Ja, schönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute unsere persönlichen Highlights präsentieren dürfen hier im Rahmen des virtuellen Fireside Chats. Und wir möchten auch gleich starten mit der Eröffnungsveranstaltung, weil auch die Eröffnungsveranstaltung war schon ein ganz besonderes Highlight für uns. Das war heuer wieder im Plenarsaal des Nationalrats im Parlament. Und das ist ein sehr wichtiges Signal auch seitens des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, der das ermöglicht hat, dass wieder die Eröffnungsveranstaltung hier im Plenarsaal stattfinden konnte, weil natürlich das Parlament ein Ort ist für alle Bürgerinnen und Bürger der Republik Österreich und das auch sehr, sehr klar gemacht wurde mit dieser sehr, sehr feierlichen und sehr schönen Eröffnungsfeier am Dienstag. Also da ist es schon losgegangen auch mit einigen ausgezeichneten Projekten, die wir schon gesehen haben, die auch vorgestellt worden sind. Und da waren einige dabei, manche werden wir vielleicht noch ein bisschen was erzählen später. Das war wirklich schon zu Beginn ein sehr großes Highlight. Die Demokratiewerkstatt war auch so ein Highlight. Es war im Anschluss dann die Präsentation der Demokratiewerkstatt des Parlaments, wo die Sonnenklar-Peer-Streitschlichterinnen einen Workshop gemacht haben, gemeinsam mit Petra Plitschka, zur Demokratie, zum Parlament, zu politischen Abläufen, zum Nationalrat. Und es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Impuls auch, weil klar ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger natürlich wählen gehen können sollen und dafür muss ich gut informiert sein. Also ich glaube, die Botschaft war ganz klar, politische Partizipation ist enorm wichtig und vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass politische Partizipation bedeutet, dass man auch gut informiert sein muss. Das heißt, man braucht Informationen, die in barrierefreier Sprache, in leichter Sprache, in barrierefreien Formaten angeboten werden. Das bedeutet, dass man mit einbezogen wird. Und natürlich gilt hier auch die Verantwortung auch den politischen Funktions- und EntscheidungsträgerInnen, auch hier ihre Politik auch dementsprechend barrierefrei zu gestalten. Und das war ein starkes Signal auch in Richtung, wir sind hier, wir sind ein Teil auch der politischen Gesellschaft Österreichs und das war, finde ich, ein sehr, sehr stimmiger Start auch dieser Konferenz. Genau, das war gleich schon ein echtes Highlight. Wir wünschen uns natürlich als Behindertenanwältin und vom Vorsitzteam vom Monitoring-Ausschuss, dass die Diskurse zur Inklusion noch ein bisschen länger im Parlament verweilen und auch zu einer Umsetzung der Behindertenrechte in Österreich weiterhin führen. Du hast jetzt schon auch die vielen tollen Apps und Innovationen angesprochen. 5 von diesen wurden ja präsentiert. Und ich würde ganz gerne beim Thema Apps bleiben und würde da als ein weiteres Highlight von uns auf die App Lingnano sprechen zu kommen. Lingnano ist eine App von einem jungen Unternehmen aus Österreich. Und was uns dabei so gut gefallen hat, ist, dass man mit Lingnano sowohl International Sign Language als auch die österreichische Gebärdensprache ganz leicht lernen kann, Schritt für Schritt. Ich habe das gleich ausprobiert und wir haben uns das zusammen dann angeschaut. Und was wirklich wunderbar ist, es lernt sich Schritt für Schritt ganz, ganz leicht. Und es gibt auch einen 2-monatigen Free-Trial, sodass man sich in Ruhe erstmal anschauen kann, ob das was für eine ist. Warum fanden wir es so cool? Nun, es waren wirklich viele tolle Apps. Also es wurde ja viel darüber gesprochen, dass die Smartphones eine Brücke sein können, dass sie sehr, sehr viel Teilhabe und Partizipation ermöglichen können. Es war insbesondere viel die Rede und wirklich tolle Produkte von Apps für Smartphones, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ermöglichen. Wir fanden an Lingnano so cool, dass das etwas ist, was Menschen ohne Behinderung bzw. Menschen, die nicht gebärden können,
aktiv tun können, um Teilhabe zu gewährleisten? Weil wir hatten gesprochen, ja, wir können zwar schon so ein sehr, sehr basic, könnte man sagen, gebärden, aber wirklich einen ganzen Satz oder längere Konversationen nicht führen. Und das ist eigentlich ein cooles, niederschwelliges Tool, das man nutzen kann, um diese Barrieren abzubauen und Kommunikationsbrücken dafür aufzubauen. Genau, weil es sehr oft in Situationen natürlich so ist, dass wenn man als nicht gebärdensprachkompetente Person in Runden kommt, wo auch gehörlose und gebärdensprachkompetente Personen sind, dass man manchmal das Gefühl hat, man möchte jetzt gern sich ausdrücken und man hat eigentlich keine Möglichkeiten. Und das ist auch etwas, was die hörende Seite der Gesellschaft machen kann, nämlich ein paar Basics sich anzueignen, um zumindest sich vorzustellen bei Personen, weil oft geht es ja auch darum, nur eine Brücke zu schlagen und eine Kommunikation zu beginnen. Und das hat uns auch sehr gefallen. In dem Zusammenhang war dann auch ein Thema bei der Eröffnungsveranstaltung noch der Choir, der White Hands Choir von Nippon. Den möchte man nochmal erwähnen, weil es eine sehr auch stimmige Abschlusssituation dann auch erzeugt hat im Plenarsaal. Der sehr große Chor aus Japan, der gekommen ist und uns Lieder dargeboten hat in Gebärdensprache und in Lautsprache. Das war sehr, sehr auch bewegend und ich habe auch gesehen, dass sehr viele Personen auch berührt waren von dieser Darbietung. Und es war einfach eine sehr schöne Abschlusspunktation dann auch im Hinblick darauf, dass dann auch die Zero Project Hymne gesungen wurde, eben in Gebärdensprache und in Lautsprache. Und das ist eben ein inklusiver Chor von jungen Menschen mit Behinderungen, mit unterschiedlichen Behinderungen. Und das war einfach sehr schön und das hat mir sehr gefallen. Vielleicht gibt es noch eine Veranstaltungsankündigung. Genau, denn soweit ich informiert bin, wird dieser Choir ja heute auch nochmal hier bei den Headquarter der Vereinten Nationen in Wien unten in der berühmten Rotunde, also dort, wo die ganzen Fahnen der Mitgliedstaaten fliegen sozusagen, noch einmal eine Performance darbieten, auf die wir uns schon richtig freuen heute, ja, weil wir waren so bewegt danach und auch diese Bilder, wir haben darüber gesprochen, welche Bilder sind uns am stärksten denn von dem ersten Tag von der Eröffnung im Parlament in Erinnerung geblieben und das waren diese vielen Kinder und Jugendlichen mit einer Darbietung, die wirklich sehr, sehr nachhaltig beeindruckend war. Vor allen Dingen auch wieder ein inklusiver Chor, wo klar ist, dass es in unterschiedlichen Bereichen Inklusion gibt. Also dass es einerseits Gebärdensprache gibt, die bei diesem Chor angewendet wird, wo man vielleicht zu Beginn sich denkt, naja, aber wie geht das ein Chor? Ein Chor, der singt, wo gehörlose Personen dabei sind und es war einfach auch so ein bisschen außerhalb der Box zu sehen, dass eben dieser Chor mit unterschiedlichen Personen, mit unterschiedlichen auch Behinderungen sehr, sehr eindrücklich hier sehr schöne Musik dargeboten hat. Und einfach mit einem unglaublich ästhetischen, künstlerischen Level. Es war wirklich wunderschön anzuschauen, dabei zu sein. Es war auch die schöne Brücke zu Beethoven, zu Wien gesetzt von den japanischen KollegInnen und das war wirklich ein großartiger Start und wir freuen uns, dass wir heute auch nochmal dran teilhaben dürfen an diesem wunderschönen Choir. Aber zurück zu einem Thema, das wir jetzt auch schon angesprochen haben und darum ging es gestern auch schon ein bisschen und zwar bei einem ganz bestimmten Panel und das Panel, muss man sagen, das hat sich ausgezeichnet dadurch, dass auch durchaus ein bisschen, man würde wahrscheinlich sagen, spicy war im Vergleich zu anderen Panels. Und bei dem Panel ging es jetzt nicht so sehr um das allgemeine Thema der Konferenz, also ICT und inklusive Bildung, sondern da ging es um how to put the disability narrative on screen, also wie kann man denn Behinderung im Kontext von Filmen beziehungsweise auf dem Bildschirm gut darstellen und damit Diskussionen eröffnen. Viele tolle Panelistinnen, uns ist besonders in Erinnerung geblieben dabei Juria Knoll. Juria Knoll, Schauspielerin, sowohl im Theater als auch im Film. Und Juria hat eine, so denken wir, sehr, sehr
wichtiges Themenfeld aufgemacht, beziehungsweise eine sehr, sehr wichtige Frage danach gestellt, wie es denn dazu kommt, dass in der Regel überwiegend Menschen ohne Behinderung von der Porträtierung von Menschen mit Behinderung in Filmen und in Serien profitieren. Beziehungsweise wer denn eigentlich was über wen wie spricht. Und das hat für sehr, sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. Zum einen, weil Julia, denke ich, sehr, sehr klar auch ausgewiesen hat, also das sind ja nach wie vor noch, wir haben in verschiedenen Kontexten darüber schon gesprochen, dass auch in verschiedenen medialen Präsentationsformen überwiegend Behinderung als Tragedy, als Tragödie dargestellt wird oder als ein sogenanntes Sad Narrative, also eine Narration, eine Erzählung von einem armen, von einem traurigen Leben und so weiter. Und Julia Knoll hat dann sehr, sehr deutlich gesagt, dass eigentlich Filme und Produktionen von Menschen mit Behinderung, dass die eigentlich wesentlich tiefer gehen, dass die eigentlich eine viel vielfältigere und tiefere Herangehensweise an die Porträtierung von Behinderung ist, als dieser Sad- oder Tragedy-Narrative. Und das fanden wir sehr, sehr stark auf den Punkt gebracht und sehr, sehr deutlich. Und das war ein sehr, sehr guter Kommentar. Da haben wir heute Morgen auch nochmal in der Vorbereitung drüber gesprochen von Julia. Sie hat gesagt, von diesen Non-Disabled Persons, die immer wieder diesen Narrativ aufwärmen, der null empowernd ist, der null ermächtigend ist, der eher so ein ableist Gaze, also der Nichtbehinderten von außen auf Behinderung ist, das ist eigentlich Lazy Storytelling. Warum? Weil man einfach einen uralten Narrativ aus der Mottenkiste quasi wieder aufgreift und hier das x-te Mal auf die Leinwand bringt. Und in der Regel es auch so ist, dass Menschen mit Behinderung dauerhaft von diesen Produktionen nicht profitieren, beziehungsweise ja auch die Frage ist, wer denn wie in welcher Rolle dazu abgebildet wird. Genau, also Sie können sich sicher erinnern, dass in den letzten Jahren bei den Oscar-Verleihungen immer wieder Filme ausgezeichnet worden sind, wo nicht behinderte DarstellerInnen Menschen mit Behinderungen dargestellt haben. Und man möchte fast ein wenig den Eindruck bekommen, dass dieses Leiden, dass diese SchauspielerInnen da durchleben, sehr gerne mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Also da, ich möchte jetzt keine Details über die Filme sagen, aber Sie können das ja auch googeln, da gibt es auch sehr, sehr viel Diskussion dazu, dass gerade insbesondere Personen ohne Behinderungen hier Menschen mit Behinderungen dargestellt haben und nicht selten mit einem Oscar ausgezeichnet worden sind. Und diese Geschichten sind teilweise genau in diesem Narrativ auch drinnen, die Bewältigung des Lebens, des tragischen Lebens mit Behinderung, so eine Geschichte einer Person mit einer Behinderung. Und das ist halt für uns Menschen mit Behinderungen einfach fad. Ja? Und man möchte irgendwie so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass das so eine großartige Leistung ist, wenn Menschen ohne Behinderungen so dieses Sad Life darstellen können. Und ich glaube, dass das gestern auch sehr gut rausgekommen ist bei dieser Panel-Diskussion, dass wir einfach sehr, sehr viel mehr zu erzählen haben als nur tragische Biografiebewältigung und dass es einfach auch darum geht, dass Menschen mit Behinderungen auch als SchauspielerInnen engagiert werden, wenn nicht das Topic immer die Behinderung auch ist, ja? Sondern Menschen mit Behinderungen sind auch SchauspielerInnen und finden statt in Serien, in Filmen und es geht nicht immer nur darum, die Person der behinderten Person zu besetzen. Ja? Also, und das ist das Einzige, was diese Person auszeichnet. Genau, denn das hat Julia gestern auch nochmal sehr deutlich rausgearbeitet. Also sie ist Schauspielerin, ja, und es stellt sich schon leicht so ein Zugzwang ein, dass man dann als Schauspielerin mit Behinderung, mit einer Engführung auf die Behinderung gebucht wird. Und genau wie du gesagt hast, Christine, ja, also entweder gibt es diese Armutschgallen, salopp formuliert Erzählungen oder diese Tragedy-Narrative, oder es gibt halt die Superheroes. Ja, aber so in den medialen Darstellungen irgendwas dazwischen,
wo also entweder nicht in einer super tollen Art und Weise mit super Abilities die Behinderung ja anscheinend doch wieder wettgemacht werden muss und die andere Richtung des Spektrums überdehnt wird. Und diesem Armutsgirl-Erzählung, was dazwischen ist, relativ selten. Und es ist auch relativ selten, wie gestern die Panelistinnen ja in Übereinstimmung festgestellt haben, dass Menschen mit Behinderung eben schauspielen einfach, ohne dass dabei auch gleichzeitig eine Rolle auszufüllen ist, in der es auch überwiegend um die Behinderung geht. Genau, und dieses Overcoming the Disability oder Overcoming the Obstacles with the Disability ist einfach auch etwas, was sozusagen ganz, ganz stark zu unserem nächsten Thema auch führt, weil es nämlich nicht darum geht, dass Einzelpersonen Behinderung überwinden müssen, ja, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein gleichberechtigtes Leben ermöglichen. Und das nächste Highlight, über das wir sprechen wollen in diesem Zusammenhang, ist ein Panel, wo wir sehr, sehr spannende Einblicke bekommen haben im Hinblick auf Disability Legislation, also wo es darum geht, wie gesetzliche Rahmenbedingungen ausgestaltet werden müssen, damit Menschen mit Behinderungen ein stinknormales, gleichberechtigtes Leben führen können. Und da gab es am Mittwoch ein Panel, wo die Projekte EU Access for All vorgestellt wurden und generell der Accessibility Act vorgestellt worden ist. Und das ist deshalb auch so wichtig, uns heute das zu betonen, weil der EU Accessibility Act, also in Österreich heißt es dann Barrierefreiheitsgesetz, das Gesetz sein wird, das tatsächlich in den nächsten Jahren das Antlitz auch der österreichischen Produkt- und Güter- und Dienstleistungslandschaft wahnsinnig verändern wird und wir uns einfach davon erwarten, dass es sehr, sehr große Sprünge gibt im Bereich der Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, weil im Moment ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr weit davon entfernt sind, dass Waren, Güter, Produkte und Dienstleistungen, Websites wirklich zugänglich sind. Und da muss man sagen, auch ein Dank unsererseits an die Zero Project Konferenz, auch diesem Thema so eine Bühne auch zu geben, weil ich glaube, diese Übersetzungsarbeit, die hier geleistet wird, im Hinblick darauf, wie groß auch dieses Gesetz sein wird in Zukunft für uns alle, das ist einfach sehr, sehr wichtig, das auch immer wieder zu betonen, was damit alles möglich sein wird. Genau, und diese Übersetzungsarbeit, die fand ja in zahlreichen Sessions statt und die fand wirklich neben dem großen Rahmen auch mit Transfer-Workshops statt, wo man ExpertInnen zu dieser neuen Gesetzgebung ganz en detail befragen konnte, was das bedeutet und auch wirklich dargelegt wurde. Wir haben mit vielen Leuten hier auf den Gängen, das war ja auch ein sehr, sehr schönes Element übrigens, ein sehr, sehr bereicherndes Element dieser Konferenz, diese vielen Talks on the floor zwischendurch übersahen. Wir haben mit sehr, sehr vielen Personen gesprochen, die auch gesagt haben, wir hatten diesen EU Accessibility Act überhaupt nicht so am Schirm und was das bedeutet. Und das ist wirklich ein großartiges Verdienst, auch dieser Konferenz hier einen so breiten Rahmen mit so tollen ExpertInnen dazu anzubieten, die das auf so vielen Ebenen hier verschiedenen Personen vermitteln und auch so zugänglich tun. Hm? Und in verschiedenen Sessions und man auf den Fluren nochmal nachfragen kann. Und das wirklich ein ermächtigendes Element ist im Rahmen von dieser Konferenz. Genau, und vielleicht nochmal den Rahmen auch für die ZuseherInnen heute. Der EU Accessibility Act ist eine Rahmengesetzgebung, die klarlegt, dass Güterwaren und Dienstleistungen barrierefrei anzubieten sind. Und in Österreich wird dieses Gesetz am 28. Juni 2025 in Kraft gesetzt, das heißt nächstes Jahr. Und jetzt laufen auch schon die Vorbereitungen dazu. Es wird quasi eine Überprüfung geben einer Behörde. Also das heißt, die Personen mit Behinderungen müssen nicht selber sagen, okay, ich kann dieses Produkt nicht kaufen, ich kann diese Webseite nicht erreichen, ich kann dieses oder jenes nicht konsumieren, sondern es wird eine Behörde geben, die jetzt gerade Kriterien auch erarbeitet zur Umsetzung dieser Überprüfung, wo klar ist, dass die dann eben für die Menschen mit Behinderungen auch diese Ahndung machen, ja, wo halt wirklich klar ist, die Verantwortung liegt eben nicht bei den Menschen mit Behinderungen, sich darum zu kümmern, dass etwas barrierefrei gemacht wird, sondern es gibt eine Behörde, die das dann übernimmt. Und das halte ich für
geradezu revolutionär. Denn in Österreich haben wir ein Gleichstellungsgesetz, das Diskriminierung und Ausgrenzung ahndet. Aber die Verantwortung, diese Diskriminierung sozusagen auch kundzutun, liegt wiederum bei den Menschen mit Behinderungen. Und es bedeutet, ich werde diskriminiert und muss mich dann auch noch darum kümmern, an einem Tisch zu sitzen mit den Personen oder Firmen oder Unternehmen, die mich diskriminiert haben, und um darüber zu verhandeln, ob diese Diskriminierung dann unterlassen wird oder nicht. Und ich habe auch keine Möglichkeit, wenn ich zu Gericht gehe, die Diskriminierung beseitigt zu bekommen oder dass es eine Unterlassung dafür gibt, weil das eben im Gesetz nicht vorgesehen ist. Das heißt, ich kann eine Diskriminierung ahnden lassen, muss mich aber an einen Tisch setzen und muss dann in weiterer Folge womöglich zu Gericht gehen. Und wenn die Diskriminierung dann von der Richterin festgestellt wird, dann kriege ich einen Schadenersatz. Und das ist tatsächlich jetzt auch mit dem Barrierefreiheitsgesetz eine neue Dimension, weil eben für mich jemand sich diese Güter, Waren und Dienstleistungen ansieht und sagt, okay, das ist nicht okay und da muss man was machen. Genau, und wir bleiben beim Thema Gesetze und Policies, und da möchten wir als nächstes Highlight thematisieren ein weiteres Forum, und dabei ging es ja um das Hauptthema der Konferenz heuer, und zwar um inklusive Bildung. Und das war das sogenannte Policy-Making Forum on Inclusive Education. Und das hat uns sehr, sehr stark beeindruckt aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es eine wunderschöne Zusammenschau war von dem, was in anderen europäischen Ländern zu inklusiver Bildung alles geschieht. Also es waren Best-Practice-Beispiele, zum Beispiel aus Spanien, die sehr, sehr deutlich gezeigt haben, was denn alles an wesentlichen Änderungen im Bereich der inklusiven Bildung möglich ist, wenn man es politisch umsetzen möchte. So wurde zu Spanien eine neue Policy vorgestellt, eine neue Gesetzgebung auch, und zwar zu einem neuen Curriculum. Und in diesem Curriculum ist ganz, ganz wesentlich das Prinzip des Universal Design for Learning. Also wie kann ich denn Lernen wirklich so gestalten, dass es individuell für alle LernerInnen, für alle SchülerInnen gut passt und nicht ein sogenannter One-Size-Fits-All-Approach ist, wie wir ihn ja auch heute noch in vielen Schulen als den dominanten Ansatz erleben. Und es ist interessanterweise so, dass bei dieser Gesetzgebung das nicht so ist, dass der so als ein schönes Wort, als Buzzword irgendwo drin steht, sondern dass sehr, sehr klar durchdeklariert ist, was das konkret für den Unterricht bedeutet. Und damit nicht genug. Wenn man inklusive Bildung richtig umsetzen will, das ist ja etwas, was man auch heutzutage sehr, sehr häufig beobachtet, auch hier in Österreich, dann ist das ja meistens mit der Erwartungshaltung verbunden, dass nichts kosten darf. Also es soll inklusive Bildung oder Inklusion auch generell möglichst zum Nulltarif geben. Und das fanden wir auch so bemerkenswert an dem Beispiel aus Spanien. Dort ist das nicht so, denn die Einführung dieser Policy, die wurde mit umfassenden Ressourcen ausgestattet, personellen Ressourcen für die Regelschulen, also ein ganz klarer Shift von Ressourcen, die davor im sonderschulischen System verortet waren, stärker rein in die Regelschulen. Und wir glauben, das ist genau das auch, was wir hier in Österreich brauchen. Und zum anderen, dass Ressourcen extra bereitgestellt werden für Schulen in Gegenden, beziehungsweise Schulen, die ein Einzugsgebiet haben, in der sehr, sehr viel ökonomisch deprivilegierte Personen leben, um darüber hier die Umsetzung eines Universal Design for Learning auch gut umsetzen zu können. Damit nicht aufgehört, und das fanden wir wirklich imposant, weil es auf allen Ebenen sehr, sehr viel Ressourcen in die Hand genommen werden, gut durchdacht, um Sachen umzusetzen. Denn womit die Policy einhergeht, ist auch mit einer umfassenden LehrerInnenbildung, damit alle auch wissen, worum es geht und auch niemand sagen kann, er oder sie habe nicht gewusst, worum es geht. Und wir denken, das ist ein Beispiel, von dem können wir hier in Österreich sehr, sehr viel lernen.
Total. Also vor allen Dingen der universelle Ansatz, dass es eben nicht darum geht, in einem Bereich hier Veränderung und inklusive Praxis zu verankern, sondern dass es eine sehr umfassende Konzeption von eben Universal Design, und zwar nicht nur in Bezug auf das Angebot in den Schulen oder die flankierenden Maßnahmen oder Assistenz oder Begleitung, sondern dass auch klar ist, dass ein starker Fokus auf der Ausbildung der Lehrkräfte liegt, weil natürlich klar sein muss, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die in den Schulklassen stehen, diese Schulklassen auch nur gut unterrichten können, wenn sie dementsprechend auch vorbereitet sind. Und vielleicht ein konkretes Beispiel aus Österreich, wo das so relevant wird. Es ist sehr häufig so, dass beispielsweise bei Volksschulklassen die LehrerInnen, wenn es darum geht, ein Kind mit einer Behinderung aufzunehmen in die Schulklasse, sagen, ich bin nicht ausgebildet, ich kann das nicht, ich möchte das auch nicht machen, und deshalb wird das Kind dann auch nicht in dieser Volksschulklasse aufgenommen. Das heißt, die Kinder können dann gar nicht mit den Jahrgangskolleginnen aus der Gemeinde gemeinsam in die Schule gehen, weil die Lehrkraft sagt, ich kann das nicht und ich möchte das auch nicht versuchen, mir ist das zu unsicher. Und das ist dann der Grund, warum dann empfohlen wird, das Kind in einer Sonderschule zu beschulen. Und das halten wir einfach für eine Weichenstellung, die sehr weitreichende Folgen hat und wo eben man auch sagen muss, dass es hier auch darum geht, Lehrkräfte dementsprechend auch auszustatten und mit Werkzeugen auszustatten, dass jede Lehrkraft Basic Knowledge einfach auch hat, unabhängig davon, dass wir sehr, sehr wohl Expertinnen und Experten auch im Bereich der Lehrerinnen benötigen. Das ist jetzt sozusagen unabhängig. Es ist ein sowohl als auch Thema. Genau. Genau, und wo wir auch diskutiert hatten, was daran sehr, sehr förderlich ist in Bezug auf ein weiteres Thema, das sich uns in Österreich stellt, das wir sehr, sehr häufig beobachten, mit solch einem Ansatz für ein Universal Design for Learning, das auch entsprechend begleitet wird, dass alle LehrerInnen Unterstützung dazu bekommen, sich dieses Wissen, diese Fähigkeiten anzueignen. Nun, damit denken wir, kann man auch sehr gut einem Phänomen begegnen, das wir auch sehr häufig in österreichischen sogenannten Integrationsklassen vorfinden, nämlich dort wird ja gearbeitet in Teams von zwei Pädagoginnen, und dass die Teams gesplittet werden und dass die Sonderpädagoginnen, wie es im Feld häufig heißt, mit ihren SchülerInnen, womit meistens SchülerInnen mit der Zuschreibung sonderpädagogischer Förderbedarf gemeint sind, nun, dass diese Lehrerinnen ins sogenannte Integrationskammer, wie es manchmal heißt, absurderweise, beziehungsweise in den Teilungsraum gehen und hier eigentlich dem widersprechen, was wir uns unter inklusiver Bildung vorstellen, nämlich genau auch das, was mit Universal Design for Learning dargestellt wird, dass alle gemeinsam an einem Ort unterrichtet werden und hier diese Aufführung von einer Miniatur-Sonderschule unter dem Dach der Regelschule, dass diese Aufführungen damit auch durchbrochen werden können und ganz klar ist, dass der Fokus ist, dass alle LehrerInnen gemeinsam, seien sie denn FachlehrerInnen, seien es KlassenlehrerInnen, seien es die sogenannten SonderpädagogInnen, gemeinsam an einem Ziel arbeiten, und das ist ein guter gemeinsamer Unterricht, der gleichzeitig individuell ist und auf die Bedürfnisse von allen SchülerInnen abgestimmt ist. Es ist auch so ein bisschen ein österreichischer Treppenwitz, dass die Kinder, die dann extra ausgesondert mit der Integrationslehrerin wohin gehen, in ein Integrationskammerl gehen. Das ist sehr österreichisch. Genau, aber auch wo wir bei der Lage von Österreich sind, um vielleicht auch den Bogen zurückzuspannen auf den ersten Teil, mit dem wir begonnen hatten, unsere Rückschau unserer persönlichen Highlights im Parlament. Es waren auch wirklich so viele tolle Innovationen dabei, wo wir denken, die in Österreich in der Zukunft auch, und das fanden wir auch großartig von der Konferenz, dass man hier quasi in Österreich auf dem Silbertablett hervorragende Lösungen, Innovationen serviert bekommt, die man auch sehr, sehr gut zur Gestaltung eines inklusiven Unterrichts einsetzen kann.
Es gab eine Menge, man konnte sie fast gar nicht alle aufnehmen, aber eine Sache, die uns auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist eine Kollegin aus Australien, die ein Tool, einen Ansatz vorgestellt hat, Reach and Match von Mandy Lau, der bemerkenswerterweise, und das fanden wir auch eine ganz tolle Sache bei vielen Innovationen hier auf der Zero Project Conference, die sowohl in Australien funktionieren, als auch in vielen anderen Ländern der Welt. Warum? Weil sie relativ niederschwellig implementierbar sind, weil sie in der Regel nicht viel kosten und somit die Teilhabe von vielen SchülerInnen auf der ganzen Welt potenziell ermöglichen können. Genau, und dieses Projekt ist eben darauf ausgelegt, barrierefreie Lernunterlagen zur Verfügung zu stellen und Lernmittel zur Verfügung zu stellen. Und das ist eben ein Tool, das inzwischen, glaube ich, 35.000 Kinder erreicht hat in 8 Ländern weltweit. Und wir finden das eine sehr spannende Geschichte deshalb, weil es wirklich sehr, sehr einfach umzusetzen wäre. Das sind eben Lernmittel, die mit akustischer und mit haptischer Ausstattung sind, wo eben Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam benutzen können und damit auch spielen können und spielerisch gemeinsam lernen können. Und das hat uns eben sehr gefallen, weil klar ist, dass es eben nicht ein behindertengerechtes Lernmittel ist, sondern es ist einfach ein inklusives Lerntool, mit dem alle Kinder arbeiten können und mit dem alle Kinder zum Beispiel auch Kenntnisse über Braille erfahren. Ja. Genau, das fanden wir ganz hervorragend, weil mit Blick auf viele Apps, auf viele Tools, die in Österreich gibt, die eher in starken sonderschulischen Kontexten entstanden sind, natürlich dienen die auch der Förderung von Fähigkeiten, aber die sind eben im Unterschied zu den vielen großartigen Modellen, die wir hier in den letzten Tagen auf der Zero Project Conference in Wien kennenlernen durften, die sind eben nicht darauf ausgerichtet, dass alle SchülerInnen gut daran teilhaben können, dass es quasi Bock macht, salopp formuliert, für alle SchülerInnen und für den gemeinsamen Unterricht allen Spaß macht. Wir denken, das ist ganz, ganz wegweisend, auch bei der Entwicklung neuerer Produkte und dass diese hier wirklich nach vorne zeigen und es großartig war, in den letzten Tagen so viele dieser Modelle aus aller Welt, ich denke zum Beispiel auch an verschiedene Robotics-Studios aus Kolumbien, die entsprechend angepasst wurden, sodass alle SchülerInnen hier Robotics gut miteinander lernen können. Ja, wir sind jetzt am Ende angelangt unserer Highlight-Präsentation und dürfen uns bedanken fürs Zusehen, fürs Dabeisein und wir bedanken uns auch nochmal bei der Zero Project Konferenz auch für die spannenden Tage für uns. Dankeschön.